Engelshütt, die freiwillige Feuerwehr des Ortes im Lahmer Winkel, hat eine lange Tradition. Um diese erfolgreich fortzuführen, entwickelt man besondere Ideen. Die Mitgliederzahlen bei der Freiwilligen Feuerwehr werden natürlich auch nicht mehr und auch der demografische Wandel macht vor uns keinen Halt. Und dann haben wir uns einfach überlegt, wie wir es schaffen könnten, dass wir wieder junge Leute und auch schon erwachsene Leute für die Feuerwehr begeistern. Unsere Wahl ist dann auf den Tag der offenen Tür gefallen, wo dann Leute mal schauen können, was die Freiwillige Feuerwehr so macht. Und dafür wollten wir dann natürlich auch Werbung machen. Dann haben wir zuerst überlegt mit Plakate und über Zeitung. Und dann ist uns aber eingefallen, dass wir eigentlich was brauchen, was die Leute heutzutage anspricht. Und unsere Idee war dann, dass wir einen kleinen Film drehen, den wo wir dann auch einfach in die sozialen Medien teilen können und wo dann einfach die Leute auf den Tag der offenen Tür aufmerksam gemacht werden. Ja, also wenn wir dann im Film dann Fitti gehabt haben, da ist es dann auch um das gegangen, weil da rufen wir jetzt die meisten Leute, die es dann auch vielleicht an uns zu der Feuerwehr gingen. Und da haben wir uns dann dazu entschieden, dass wir das Ganze auf Facebook, auf unseren Feuerwehrseiten veröffentlichen. Und was dann passiert ist, war für uns halt schon brutal, weil wir da wahnsinnige Reichweiten dann zusammengekriegt haben und durchwegs positive Rückmeldungen auch gekriegt haben. Und das hat uns dann schon auch ganz viel gefreut. Wir haben mit Abstand die meisten oder die größte Reichweiten zusammengekriegt, was wir jemals bei irgendwelchen Beiträgen im Facebook dann auch gehabt haben. Leider hat dann unser Tag der offenen Tür wegen Corona erst einmal nicht stattfinden können. Das Video ist dann wahnsinnig gut angekommen und wir haben jetzt auch das Glück gehabt, dass wir vor kurzem den Tag der offenen Tür nachholen haben können. Und auch da war dann die Resonanz natürlich gewaltig. Und wir haben auch stolz, dass wir jetzt wieder neue Mitglieder für die Feuerwehr gewinnen haben können. Von mir war es wieder so, meine Eltern waren halt schon lange bei der Feuerwehr, deswegen bin ich da so ein bisschen mit reingewachsen. Dann war ich auch sofort dabei, weil sie mich um den Film gefragt haben. Weil der Tag der offenen Tür dann doch stattgefunden hat, habe ich auch vor ein paar zu meinen Freunden gesagt, dass die auch kommen sollen und halt bei der Feuerwehr mitmachen sollen und hat auch hingehört noch. Das gesteigerte Interesse von Jugendlichen an der Feuerwehr, aussichtsreiche Gespräche zur Mitgliedergewinnung und eine allgemeine Imagesteigerung zeichnen dieses Projekt aus. Wir gratulieren der Freiwilligen Feuerwehr Engelshütt zum dritten Platz. Herzlichen Glückwunsch!